dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem ersten Rückrundenspiel morgen beim FSV Frankfurt. Dirk, wir haben gute und schlechte Erfahrungen gemacht mit Frankfurt. Dieses Jahr schlechte, letztes Jahr zwei Siege gehabt, ein gutes Spiel in Frankfurt gehabt. Wie sind die Vorzeichen zu morgen? Ja, ich denke, wir brauchen nicht lange drum herum reden, dass wir da einiges gut zu machen haben nach dem ersten Spieltag mit der enttäuschenden 0-3-Niederlage. Natürlich absolut misslungener Auftakt in die Saison gehabt. Hat mit Sicherheit ein Stück weit auch dazu beigetragen, dass das alles nicht ganz so rund lief, wie wir uns das alle gewünscht haben in der Hinrunde. Fakt ist, dass wir mit Sicherheit morgen was gut machen wollen und die Mannschaft auch gewillt ist, ein anderes Spiel und vor allen Dingen auch ein anderes Ergebnis zu erreichen. Ich kann mich noch ganz gut an die letzte Saison erinnern, als wir dort 3-0 gewonnen haben, wo wir auch sehr, sehr viel investieren mussten, wo wir vom Taktischen, von der Umsetzung, was wir den Jungs immer mit an die Hand geben, eins unserer besten Spiele gemacht haben, meiner Meinung nach. Und trotzdem mussten wir sehr, sehr lange warten, bis dann das 1-0 fiel und der Bann gebrochen war. Und das Gleiche wird uns morgen wahrscheinlich auch bevorstehen. Gegen eine tiefstehende Mannschaft, die sehr diszipliniert verteidigt, die gut organisiert ist und brutal aufs Umschalten aus ist. Und da werden wir uns natürlich nicht so naiv anstellen dürfen, wie wir das im ersten Saisonspiel gemacht haben. Okay, danke Dirk. Patzi, wie ist die Sicht in der Mannschaft? Wie ist deine Sicht auf das Spiel morgen? Ich denke, Trainer hat es gerade schon gesagt. Wir erwarten Frankfurt tiefstehend, wie es im Hinspiel genauso war. Wir müssen versuchen, die Lösung zu finden, die Geduld mit dem Ball zu haben. Keine einfachen Fehler machen im Ballbesitz, um dann ihnen die Möglichkeit zu geben, in Konter zu gehen. Ja, es wird, denke ich, ein Geduldsspiel. Aber Trainer hat es auch gerade schon gesagt, dass wir einfach das 0-3 aus dem Hinspiel einfach wegmachen wollen. Da, denke ich, fühlen wir gut gerüstet. Okay, danke, Patzi. Wie immer, eure Fragen bitte. Manuel ist heute Morgen im Fitnessstudio gewesen, hat er schön nett. Ja, Manuel hat jetzt rausgenommen, hat jetzt zwei Tage getestet, war im Mannschaftstraining drin, hat aber so ein richtig überzeugendes Gefühl hat er nicht dabei. Deswegen haben wir gesagt, bevor es da auch langwierige Schäden eventuell draus hervorgehen, geben wir ihm die 3, 4, 5 Tage jetzt bis Anfang nächster Woche nochmal, um da wirklich Ruhe reinzubekommen. Und ich denke, dass er dann nach Montag, Dienstag wieder voll einsteigen kann und dann auch wieder zur Verfügung steht für die letzten beiden Spiele. Du hast in einem Interview nach Homburg gesagt, Zeller auf der 6, das ist eher eine Übergangslösung. Bleibt es bei der Übergangslösung morgen oder gibt's? Ja, es hängt ja ein Stück weit auch davon ab, wie Fanholt sich präsentiert. Auch er hat immer noch so ein leichtes Zwicken in der Wade, immer wieder mal. Trotzdem trainiert er voll mit, aber die hundertprozentige Überzeugung ist er jetzt auch noch nicht so zu spüren, dass er da von Anfang an wieder spielen könnte. Da muss ich mir heute auf jeden Fall im Abschlusstraining nochmal einen Überblick verschaffen. Und was Zeller angeht, das hängt dann schon mit dem Personal in Zeit und werde da eng zusammen. Das ist es aber im Personal, ne? Ansonsten. Sind wir gut dabei. Was sehr erfreulich ist, dass Tausch hier auch wieder in der einen oder anderen Trainingseinheit jetzt schon teilnimmt, ohne Gegnerkontakt, ne? Aber Trainingsinhalte schon mal mitmachen kann. Und ja, von daher sind wir da schon ganz gut aufgestellt. Man hat ja im Hinspiel unterschätzt. War das einfach so ein zu leichter Auftaktgegner? Macht ihr euch jetzt mehr Gedanken, um den Ergebnis kommt? Wir haben sie auf keinen Fall übersetzt. Wir gehen dem Gegner mit Respekt. Also, wir haben es einfach dann im Spiel nicht geschafft, uns durchzuspielen. Wir haben zweimal nicht aufgepasst, das war nichts zu tun. Dann mitten nach der Halbzeit war, glaube ich, das unmittelbar das 0-3. Es ist schwer gegen 11 Mann und 16er da zu Torschüssen kommen. Deshalb hat das, denke ich, nichts mit unterschätzt oder leichten Gegnern zu tun. Frankfurt macht das auf ihre Art und Weise sehr gut. Die sind sehr leidenschaftlich, taktisch top eingestellt. Da ist es immer für jede Mannschaft erstmal schwer, durchzukommen und zu Torschüssen zu kommen. Deshalb werden wir auf keinen Fall unterschätzt. Das haben wir mitspielig gemacht und werden es auch morgen. Wenn man die vergangenen Wochen und das passiert lässt, ist ja, glaube ich, zweifelsohne ohne die Analyse, dass die Mannschaft die anfänglichen Probleme Torchancen kreieren, was man wieder sagt, gegen Frankfurt zum Beispiel ganz elementar war, was auch in Freiburg noch schwierig war, was zwischendurch offenbar auch schwierig war. Das jetzt in den vergangenen Wochen den Eindruck hast, die Mannschaft des Spielers hat einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht, hat viele Chancen. Was fehlt dir als Trainer noch so zu 100%? Wo siehst du noch Verbesserungspotenzial? Ja, wir haben mit Sicherheit
paar Schritte nach vorne gemacht, auch was die individuelle Leistung angeht. Vor allen Dingen, wir haben unser Spielsystem in den letzten Wochen etwas abgeändert. Und trotzdem kommt es halt an den Punkt, dass wir den einen oder anderen Punkt zu viel trotzdem abgegeben haben. Ja. Und das ist natürlich schon schade, aber es gibt natürlich einige Punkte, wo wir uns noch verbessern können. Das fängt natürlich bei der Chancenverwertung an. In den letzten Wochen haben wir schon einiges liegen lassen in den Spielen. Und auch wirklich die letzte Konsequenz immer wieder im Verteidigen. Auch die Dinge, die richtigen Entscheidungen in der Defensive zu treffen. Gehe ich raus, stürze ich raus oder weiche ich einfach mal zurück, um das Tempo aus dem Angriff zu bekommen. Bei Standardsituationen, immer wieder haben wir Situationen, wo wir nicht eng genug an den Leuten sind. Ja, auch was zweite Bälle angeht, nach abgewehrten Ecken oder seitlichen Freistößen, verlieren wir immer wieder die Zuordnung, so auch das 1-1 gegen Homburg. Also da gibt es schon einige Baustellen, wo wir weiter dran arbeiten wollen, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir in den letzten Wochen auch spielerisch vor allen Dingen eine ganz gute Entwicklung genommen haben. Martin, wie weit kannst du auf solche Zuteilungen, die dann auch eingehalten werden, als Torwart Einfluss nehmen? Also bei uns war es früher mal so, dass der Torwart dann schon mal ein bisschen rumgepoltert hat im 16er. Wenn irgendjemand bei seinem Mann war, bei einer Ecke oder beim Standard oder irgendeine Zuteilung entwickelt hat. Aber die Zuteilung ist ja vor dem Spiel schon gegeben durch die Trainer. Also ich versuche natürlich dann schon zu gucken, dass ob jeder zugeordnet ist, auch ungefähr wo er sein sollte. Aber ja, manchmal geht es dann auch so schnell, dass man dann nicht immer eingreifen kann. Gerade bei den abgewehrten zweiten Bällen ist dann immer schwierig, weil dann versucht jeder den 16er zu räumen und dann möglichst viel Platz nach hinten zum Tor zu bringen. Und lässt dann oftmals den Gegenspieler außer Acht. Ja, wie gesagt, da kann man es auf jeden Fall noch verbessern. Manchmal ist es sehr schwierig, da Einfluss drauf zu nehmen. Martin, du hast vor ein paar Wochen, ich glaube, bei Spiel auch gesagt, du findest, dass die Mannschaft sehr kritisch gesehen wird. Das war, glaube ich, beim Homburg-Spiel. Du hast das Spiel auch gespürt, dass am Samstag nach dem Sieg gegen Homburg auch die Fans total nochmal angesprungen sind, dass das auch so als Wiedersinnmachung gesehen wurde. Und dass das auch, glaube ich, so für das Umfeld ein ganz elementar wichtiger Sieg war, also von der Emotion her. Der Sieg war allgemein wichtig für uns alle, klar, für das Umfeld. Nochmal umso mehr, weil man im Hinspiel oder das Spiel in der Hinrunde das Spiel verloren hat. Klar, wir werden immer kritisch gesehen, damit müssen wir uns hier abfinden. Das ist bei dem Traditionsverein einfach nochmal gang und gäbe. Dem stellen wir uns und ich denke, wir konnten jetzt letzten Samstag den Fans auch ein Stück weit was zurückgeben, was meiner Meinung nach auch nicht ganz berechtigt war aus dem Hinspiel in der Hinrunde, dass wir da so ganz hart kritisiert wurden, weil wir haben trotzdem alles gegeben und haben Samstag auch alles gegeben und diesmal haben wir eben gewonnen. Dirk, noch eine Frage, das war ja am Anfang ein Dauerthema auch bei uns. Der Angreifer hat jetzt den Eindruck gehabt, bei Marcel ist so irgendwas explodiert am Samstag auf einem Tor. Ist er jetzt auch in der Verfassung, dass du ihn demnächst vielleicht auch von Anfang an nochmal bringst, dass er die Rolle auch spielt, die man sich erhofft hat am Anfang? Als wir ihn geholt haben, du hast noch gesagt, wir haben ihn ja nicht geholt, um ihn dauerhaft auf die Bank zu setzen. Nein, definitiv nicht. Auch gerade weil er eine gute Quote in den letzten Jahren in Waldorf hatte, war das natürlich ein Spieler, den wir schon da unter den ersten Elf auch regelmäßig gesehen haben zu Beginn der Saison. Leider ist es wie im Fußball manchmal halt so läuft. Du kannst nicht immer deine Form hundertprozentig abrufen. Da hat Marcel gerade am Anfang der Saison oder nach ein paar Spielen, hat er halt so ein bisschen ein Formtief gehabt. Ja, da kommen nochmal ein, zwei andere Faktoren dazu. Aber jetzt ist er seit 10, 14 Tagen auch wieder auf einem guten Weg. Das merkst du im Training einfach, dass er auch im Training schon mehr Tore macht, mehr in die Aktionen reinkommt, wo wir ihn selber auch haben wollen. Und mit Sicherheit hat ihm das Tor jetzt sehr, sehr gut getan und wird nach wie vor auch ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein. Ich habe ihm das diese Woche noch gesagt, dass er mit Sicherheit noch eine hohe Wertigkeit für uns haben wird. Ich hoffe natürlich auch diese Saison noch, aber auch in der nächsten Saison glaube ich einfach, dass Marcel noch richtig Potenzial nach oben hat, wenn er hier zu 100% angekommen ist, wenn er dieses Selbstbewusstsein hat, was du als Stürmer immer brauchst, da glaube ich schon, dass er da noch viele gute Spiele für uns machen wird und viele Tore auch schießen wird. Dirk, mal in deinem Kopf rumgedacht, wenn man so eine Mannschaft dann hat, die Umschaltspiel betreibt und darauf wartet. Ich weiß, die Frage ist ein bisschen provokativ, aber ich stelle es trotzdem, dann lass doch die zuerst mal spielen. Ja, würde ich gerne, aber das hat ja dem zur Folge, dass du dich dann selber in der eigenen Hälfte aufbaust, den Ball lang aus und stehen bleibst. Also das ist nicht unsere Spielweise dementsprechend.
das ist halt so, du kannst der Mannschaft jetzt nicht den Ball irgendwie zuspielen, damit sie selber mal in die Situation kommen, das Spiel machen zu müssen. So einfach ist es leider nicht. Was du machen musst, ist ein hohes Bewusstsein für den Ballbesitz haben. Du musst, das Thema Restverteidigung wird wichtig sein. Wie verhalte ich mich, wenn wir im eigenen Ballbesitz sind? Da fängt das Verteidigen eigentlich schon an, bei eigenem Ballbesitz, dass du wach bist im Spiel, dass du vernünftig verschiebst, dass du an die Leute rankommst und natürlich dann auch sofort ins Gegenpressing reinkommst, um halt Kontersituationen zu unterbinden. Das wird unsere Aufgabe morgen sein. Okay, wenn keine weiteren Fragen sind, dann danke für euer Kommen und auf ein erfolgreiches Spiel.